MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra irgendwas Team. Und ja, jetzt wollen wir endlich mal ein ganz normales Spiel machen. Das heißt, gegen keinen Laggy-Gegner und gegen einen, der normal spielt. Das wäre schon mal ganz hübsch. Ja, ich habe eben schon mal so eine Testaufnahme gemacht. Was heißt Testaufnahme? Das ging 40 Minuten und ich habe keinen Gegner gefunden. Deswegen habe ich die Aufnahme abgebrochen und fange die jetzt nochmal neu an. Und ja, jetzt steht ein kleiner Plan im Raum. Ich glaube nämlich, dass der Tony, also sozusagen mein Vermieter, will ich es mal nennen, hier in Thailand, der hat, glaube ich, eine PS3 unten stehen. Und es wäre dann eventuell möglich, dass ich dann mit der PS3 aufnehme. Da wollte ich mal so eure Meinung zu hören. Ich gehe nämlich mal stark von aus, dass ich da immer sofort Gegner finden sollte. Weil die PS3 ist jetzt natürlich schon so, in Anführungszeichen, alt, dass die wahrscheinlich auch genug Leute hier in Thailand und Umgebung haben. Und ja, deswegen, das stand bei mir so auf dem Plan und da würde mich mal interessieren, was ihr so dazu meint. Ich werde es, denke ich mal, auf jeden Fall, ja, vielleicht nach dieser Aufnahme hier schon mal testen, ob das denn auch alles so klappt. Vielleicht ist es ja auch so, ich schließe die PS3 an und finde genauso wie mit der PS4 keine Gegner. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich mit der PS3 Gegner finden würde, weil ich muss einfach sagen, hier auf der PS4, ja, Pokalliga kannst du eigentlich komplett vergessen. Da habe ich insgesamt in meiner kompletten Zeit, wo ich jetzt hier bin, habe ich ein einziges Mal einen Pokal... Ne, zweimal. Sorry, ich will nicht lügen. Einmal im Finale hatte ich einen Pokalgegner gefunden und einmal in der ersten Runde. Aber ich habe bestimmt so 6-7 Mal versucht, im Pokal wen zu finden und habe es nicht geschafft. Ich meine, Einzelspiel, es geht. Das heißt, wenn du dir so 20 Minuten Zeit nimmst, dann findest du meist auch einen. Aber das dauert dann wirklich ganz gut und gerne mal 20 Minuten. Und hier seht ihr das auch im Hintergrund, also keine Gegner gefunden. Das ist halt das, was die ganze Zeit kommt. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es einfach an der PS4 liegt, weil, ja, wahrscheinlich so gut wie keine Sau hier eine PS4 hat. Und ich glaube auch, die Gegner, die ich dann irgendwann dann mal zugelost bekomme, kommen aus Dubai und sowas, also Vereinigte Arabische Emirate. Gehe ich mal von aus, ich bin mir nicht sicher. Aber sah mir teilweise so aus, weil viele hatten auch hier so Al-Hilal-Wappen und sowas aus der arabischen Liga. Und irgendwer hieß ja auch UAE oder so. Das wurde auch unter den Kommentaren nochmal übersetzt. Ich wusste selber nicht genau, was es heißt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich fast nur gegen irgendwelche reichen Araber-Öl-Scheiß spiele, die sich, keine Ahnung, die PS4 importiert haben. Oder vielleicht gibt es die da auch ganz normal, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, dass hier in Thailand im Allgemeinen anscheinend sehr wenig Leute eine PS4 haben. Relativ wenig Leute. Und ja, deswegen finde ich anscheinend keine Gegner. Und deswegen würde ich das gerne mal auf PS3 testen. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, so vom Aussehen merkt ihr nicht so viel Unterschied. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, sind diese Wiederholungen, zum Beispiel von Toren, die ich sowieso wegdrücke. Und ansonsten, natürlich ist es wieder gameplaymäßig für mich eine Umstellung, aber das ist ja was, was ihr nicht unbedingt seht. Das habe ich ja am Anfang gemerkt, wo ich die PS4 bekommen habe. Da habt ihr auch teilweise gemeint, ja, man sieht gar nicht, dass sich da was geändert hat. Jetzt so zum Beispiel vom Gameplay-technischen her. Ja, das ist natürlich sowas, das merkt man nur und das merke ich dann ja auch nur. Das heißt, da habt ihr dann nicht unbedingt was mit zu tun. Und deswegen denke ich vielleicht sogar, dass es die beste Lösung wäre. Ich meine, ja, zur Not, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ob er eine PS3 unten hat, aber ich glaube schon. Und ja, ich sag mal so, falls es jetzt so wäre, dass er keine hätte, dann hätten wir sowieso mit PS4 weitermachen müssen. Und dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und wirklich immer hier 20 Minuten vorhängen, bis ich mal einen Gegner finde. Das ist halt wirklich schon ziemlich zeitaufwendig. Das heißt, aktuell brauche ich fast die doppelte Zeit, um diese 3 Videos aufzunehmen, wie vorher. Weil es ist halt einfach, ja, es ist circa 1 Stunde alleine Spielersuche pro Tag, die ich vorher halt eigentlich nicht hatte. Beziehungsweise auf keinen Fall hatte. Da war mal so ein Maximum von 2 Minuten, bis ich da mal einen Gegner gefunden habe. Aber im Allgemeinen
habe ich eigentlich immer wen gefunden, das wisst ihr ja auch. So, jetzt versuchen wir nochmal diese Suche. Ich denke mal, da wird jetzt auch keiner kommen und dann schmeiße ich euch kurz raus. Ich wollte jetzt erst nochmal ganz kurz dieses Thema ansprechen und wie gesagt, dann schmeiße ich euch ganz kurz raus und dann hole ich euch wieder rein, wenn ich einen Gegner habe. Ich hoffe mal, es dauert nicht wieder 20 Minuten, aber es könnte natürlich gut sein. Es ist jetzt hier übrigens ein Einzelspiel, weil ich habe eben mal zum Test in der Liga gesucht und zum Test im Pokal gesucht. Es klappt nicht. Ich finde da keine Sau. Es kommt keiner rein. Ich habe im Pokal einen einzigen mal ganz kurz gefunden, aber da war durchgehend rote Latenz und ich habe mir gedacht, nee, also das hat auch keinen Sinn, weil ich habe auch keinen Bock, nochmal so ein Spiel zu spielen wie im letzten Gameplay. So, jetzt schmeiße ich euch ganz kurz raus und hole euch wieder rein, wenn ich einen Gegner habe. Also bis gleich. So, da bin ich endlich wieder. 15 Minuten hat es gedauert und wir spielen, wow, gegen Neymar, Benzema, Xavi Team of the Year, Iniesta Team of the Year, Di Maria, Griezmann First in Form, glaube ich, Ramos Team of the Year, Dani Alves Team of the Year und dazu noch Piqué, Marcelo und das ging mir zu schnell, ich glaube Valdez oder so, weiß ich nicht mehr. Okay, ich bin mal gespannt. Gegnerisches Team sieht ja auf jeden Fall schon mal relativ nice aus. Oh, bitte brich jetzt nicht ab. Alter, jetzt hatte ich schon ein bisschen Schiss. Oh nein, Alter. Bitte nicht. Okay, jetzt scheint es dann doch zu gehen. Ja, es scheint auch nicht zu laggen. Was wollte ich sagen? Es scheint auch auf jeden Fall schon wieder ein Araber zu sein, weil da stand schon wieder dieses UAE. Das schreiben die sich anscheinend auch alle irgendwie in Teamnamen mit rein. Aber naja, ist ja auch Latte. Solange es nicht leckt, ist mir alles egal. Boah, Alter, Alter. Ist klar, ist klar. Wie Benzema einfach... Benzema ist das, ne? Ja. Wie der einfach mal überall durchgegangen ist und alles weggepusht hat, was da an der Seite stand. Ja, okay. Hätten wir hier fast das 1:0 gefangen. Aber haben wir nicht. Und das ist das, worauf es ankommt. Ibrahimovic hier gegen Xavi oder so. Ja, gegen Xavi anscheinend aber ein Foul. Okay, gut. Dann jetzt mal hier pushen. Ramos will das Ding hier direkt in den Lauf bringen, aber so nicht. Pogba, Payet, Ibra bringen wir hier durch auf Kabay. Und der schießt einfach mal. Wieso auch nicht? So, kriegen wir einen Eckball. Ah, sieht gar nicht so echt aus, der Kabay irgendwie. So, Griezmann bringt bei uns wieder die Ecke. Die kommt gut, die kommt richtig gut, aber Marcelo steht da. Boah, Direktabnahme von Kabay. Eigentlich wollte ich ihn runterholen, aber ich dachte, ich hätte vorher schon schießen gedrückt und wollte das dann mit Passen abbrechen. Hat aber nicht so ganz geklappt, leider. So, Xavi. Ich weiß noch nicht, warum er Xavi als ZOM genommen hat. Ich hätte da eher Iniesta genommen. Aber ich meine, das muss jeder selber wissen. Vielleicht mag er Xavi mehr. Man stellt ja eher die Leute, die man mehr mag, in die offensiveren Positionen, mit die dann mehr Aktionen haben. Aber wie gesagt, das ist eher Latte. So, hier steckt er den drüber auf den Xavi. Und jetzt hier Ben... Ja, ist klar, Alter. Ich weiß... Ja, rote Karte und Freistoß. Das war jetzt übel Tilt von mir. Ich war richtig angepisst, weil weiß ich nicht, was da schon wieder für eine Aktion passiert ist. Und ja, Dellabella geht jetzt mit Rot runter. Ich war einfach übel angepisst, weil weiß nicht, was da auch immer passiert ist. Und ja, jetzt sind wir hier in Rückstand nach 12 Minuten. Ist natürlich immer toll. Und er macht den direkt bei Marchetti in die Hand. Ich überlege gerade, was könnte man umstellen? Ich glaube, ich werde erstmal gar nichts umstellen. Scheiß drauf. Oh, ja, das war natürlich dumm von mir, weil hätte ich einfach ihn entweder das Tor machen lassen oder, ja, vielleicht hätte er ja noch nicht mal ein Tor gemacht. Hätte ja auch sein können und gut wäre es gewesen. Aber naja, Pech und somit sind wir jetzt hier in der 15. Minute schon ein Mann weniger, weil der Massive mal ganz kurz ausgetickt ist. Ja, das ist so ein bisschen mein kleines Problem, dass ich schnell mal, einen kleinen Aussetzer im Kopf habe und einfach nur richtig angepisst bin und dann einfach nur Grätschen drücke. So, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll jetzt darum gehen, dass wir... Oh, Alter, ist das eng. Alter, ist das eng gewesen. Aber er hat mich nicht richtig angegriffen. Deswegen kommen wir hier mit Lukas durch. Ja, Ibra, du müsstest dich mal irgendwie ein bisschen positionieren. Macht er aber nicht. Und daher kommt dann auch... Oh, ja, es war direkt aufs Tor. Schade, dass Kabay nicht mehr dazwischen gegangen ist. So. Benzema. Gut, jetzt steht hier alles wieder einigermaßen. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Außenverteidiger mehr. Das sollte klar sein. So, Ibra spitzelt doch mal hier weg.
Chris, oh, wo spielt der den Ball hin? Keine Ahnung, wo er ihn hinspielt, aber Chris Moore ist jetzt wieder hinten und Chiellini, komm mir nicht zu nah, mein Freund. So, Griezmann hier nochmal auf Kabay durch, aber hier jetzt gegen zwei Leute, aber Kabay setzt sich gut durch. Auf dem Ibra, hier nochmal abgelegt und jetzt vielleicht mal Ibrahimovic. Ne, Sergio Ramos steht bereit. Lukas kann hier den Ball nicht abfangen, Marcelo, den dürften wir haben, haben wir auch, sehr schön. So, da müssen wir mal gucken, ist hier alles so ein bisschen eng irgendwie. Ah, da stand der Iniesta noch in der Mitte. Den habe ich nicht so ganz gesehen und das ist jetzt wahrscheinlich nicht mal abseits. Doch, es ist abseits, sehr schön. Also kein 1:0 für den Gegner. Ah, Gegner scheint schon relativ solide zu spielen, kann man nichts gegen sagen. Und Ibra legt sich hier selber den Ball ab, beziehungsweise Payet, aber der kommt nicht ganz dran. So, Benzema. Ah, Yanga Mbiwa nicht ganz so pralle. So, jetzt will er hier wieder durchstecken. Und Xavi kommt auch noch tatsächlich an den Ball dran. So, jetzt mal hier vorne auf dem Ibra. Ball durchlassen. Ah, scheiße. Da ist er mit Piqué einfach nur stehen geblieben. Und jetzt macht er hier mal eine Fackel. So, außen ist eigentlich frei. Ja. Griezmann. Oder ich nenne ihn einfach Griezmann. Hört sich besser an irgendwie. So, mal durchgesteckt auf dem Lukas. Hier mal ein bisschen Seiten verlagern. Und jetzt mal da vorne. Es braucht ein bisschen lange. Aber wäre fast durchgekommen. Ich glaube, auf Kabay war es. So, Neymar, der jetzt hier anscheinend nur drauf wartet. Ganz genau, bis hier drüben mal wer durchstartet. Und Chiellini. Und Chiellini macht das gut. So, und Di Maria ist schon wieder hinten. Ja, wo ist der Ball? Da ist der Ball. So, Griezmann. Boah, ekliges Spiel hier auf jeden Fall. Also er spielt das auch ganz gut. Und so, jetzt da vorne Ibrahimovic gegen Team of the Year Ramos. Ibrahimovic, ja, musste ich jetzt natürlich flanken, war die ganze Seite zu. So, Kabay tritt leider Gottes über den Ball. So, kommt der lange Ball auf Benzema. Ja, ich laufe hier lieber mal ein bisschen durch. So, okay, er will anscheinend die Flanke bringen. Ja, er will die Flanke bringen. Da hinten steht Neymar. Das hätte mich natürlich ein bisschen geärgert, wenn der das Ding reingemacht hätte. So, Payet. Laufen wir einfach mal ein bisschen. Ja. Noch ist Payet vorne. Ja, das Problem war nur... Was ist jetzt schon wieder los? Wehe, es gibt einen Foul gegen mich. Es ist halt sowas von lächerlich, weil ich den verkackten Ball habe und ich soll natürlich einen Foul gespielt haben. Ist logisch irgendwie. So, Chiellini. Spielen in die Mitte. So, nochmal kurz auf den Ibra abgelegt. Aber die Mitte ist sehr... Oh, da vorne. Ja, 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 ja. Der kommt an. Der kommt an. Und der macht einen rein. Sehr starker Abschluss hier. Ich glaube, von Payet ist es gewesen, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ist ja auch Latte. Ja, da war einmal die Lücke offen, hat er einmal die Lücke gegeben und Payet war es, glaube ich, hat das Ding dann sehr eiskalt reingemacht. Sehr schön unten in die Ecke. So, er hat auch einen Griezmann, aber er hat den ersten in Form, glaube ich, ne? So, auf dem Ibrahimovic. Ja, ganz genau, da sollte er erstmal hin, schön auf die Außen. Jetzt hier drüber. Das ist abseits, ne? Ja, scheiße. Da ist Payet eben gerade vor den Abwehrspieler gelaufen. Da sieht man es, pupp. Und dadurch ist er dann irgendwie ins Abseits geraten. Naja, passiert mal. So, hüpf. Oh, schlechter geht's ja eigentlich gar nicht. Aber... Pff, relativ lächerlich, muss ich dazu sagen. Natürlich ein sehr geiles Tor. Aber sind wir ehrlich, wie oft klappt das, was er da gerade gemacht hat? Ich weiß auch nicht, aus wie vielen Metern Entfernung das war. Natürlich hat Neymar auch 5 Sterne Weak Foot. Aber wie lucky war das bitte? Ja, so lucky will ich auch mal wieder sein. Krasses Ding. Ja, können wir uns vielleicht nachher nochmal angucken. Also natürlich war das ein schönes Tor, will ich gar nichts gegen sagen. Sehr, sehr hübsch. Hätte ich mich natürlich auch drüber gefreut. Aber ich würde wahrscheinlich in so einer Position gar nicht darauf kommen, vielleicht mal abzuschließen. Weil, wie gesagt, es klappt eigentlich nie. Er schießt allgemein aus ziemlich vielen Positionen, die nicht sonderlich viel bringen. Er ist auch mit der Statistik knapp vorne. Aber ich würde sagen, statistikmäßig, wenn man die so lesen würde, bin ich eher vorne, wegen dem 10% mehr Ballbesitz. Weil ich meine, er schießt halt wirklich aus sehr ja, seltsamen Situationen. Aber ich meine, es wurde ja auch belohnt. Und deswegen kann man ihm hier jetzt keinen Vorwurf machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die zweite Halbzeit so bringt.
Ich überlege auch, als ob ich da hinten noch irgendwas mache, aber ich überlege dann halt auch, wen ich rausnehmen sollte. Weil ich meine, da müsste ja dann halt auch wer raus. Das Gute schon mal ist, dass... Oh, fuck. Das Gute ist schon mal, dass der Griezmann sehr, sehr stark aushilft auf den Außen. Das ist natürlich sehr wichtig. Hier fängt Iniesta den Ball ab. Und oh, ist der frei, der Neymar. Oh, stark von Pogba. Habe ich extra die Grätsche rausgeholt, um halt die Körperfläche zu erhöhen. So, Kabay jetzt hier nochmal draußen. Oh, da vorne. Ja, Ibrahimovic. Und, oh, boah. Ja, Gott sei Dank ist Ibra auch so scheiße eiskalt. Den Lupfer rausgeholt und hier das 2:1 gemacht. So, weiter geht's hier. Wie gesagt, der Gegner ist definitiv kein schlechter. Und ich glaube, wir könnten uns hier auch noch gerne einen fangen. So, Griezmann macht Fanny diesmal ganz gut. Pogba. Jetzt mal hier vorne auf den Ibrahimovic durch. Oh, und der tankt sich durch. Der tankt sich durch. Und der macht hier das 3:1. Sehr nice. Ich war schon wieder richtig unsicher. Habt ihr vielleicht gemerkt? Ich habe Ibra zu früh gestoppt, weil ich mir eigentlich sicher war, dass er den Torwart rausholt, was er dann im Endeffekt nicht getan hat. Und ja, deswegen war das alles ein bisschen seltsam. Und jetzt hier Benzema. Ja, man merkt das. Er steht auf diese direkten Schüsse. Und da, ja, da hätte er vielleicht ein bisschen was Besseres draus machen können, wenn er den Ball angenommen hätte. Ich denke mal, dann wäre er besser. Oh, alter Fanny, habt ihr das gesehen? Also so hoch habe ich, glaube ich, noch keinen Spieler springen sehen. Und ich hatte schon Ramos Team of the Year mit seinen 100.000 Jumping. So, hier steckt er den durch auf Sergio Ramos. Mal gucken, ob Fanny hier was machen kann. Macht er gut. Sehr stark, stellt einfach einen Körper dazwischen. Ah, der ist nicht gut. Oh, der kommt aber an. Sehr schön. Und jetzt Ibra, kurz durchgesteckt, aber der braucht einfach zu lange. Und da vorne ist kein Abseits, ne? Payet. Payet, oh, Dimitri Payet, schade. Ah, da hätte ich wahrscheinlich eher die Flanke auf Ibra bringen sollen. Vor allem jetzt natürlich in Unterzahl muss man wirklich jede Chance nutzen, die sich einem bietet. Ibra schmeißt sich hier mit allem, was er hat, in den Ball rein. So, Griezmann wieder. Kommt gut. Boah, die kam richtig scharf vors Tor und vor allem er hat halt den Torwart nicht rausgeholt. So, jetzt mal Neymar. Genau, erst schön die Leute alle von hinten geholt, beziehungsweise von vorne. Ah, der war nicht gut von Fanny hier. Oh, 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 und Benzema ist durch und schießt wieder direkt. Na gut, ich muss jetzt leider Gottes sagen, er ist selber schuld. Er schießt einfach die ganzen Dinger direkt drauf und natürlich sind die schwerer, als wenn er den Ball erstmal annimmt. Vor allem, weil er ja da genug Platz gehabt hätte. So, jetzt macht er das Ding aber mit Neymar. Nee, macht er auch nicht. Puh, jetzt passiert hier hinten ganz schön viel. Er kommt ziemlich viel mit seinen Lobpässen jetzt durch. Wir sind ja auch, ich glaube, zweimal mit dem Lobpass durchgekommen. Die ersten beiden Tore waren es, glaube ich. Oder, ich weiß gar nicht mehr. Ist ja auch Latte. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen. Es ist 65. Da kann einfach noch zu viel passieren. Und vor allem halt in Unterzahl. In der ersten Hälfte ist auch ziemlich oft über die Seite durchgekommen. Über die, wo wir in Unterzahl waren. In der zweiten, da geht es irgendwie auch über die Fanny-Seite ganz gut. So, Ibra, stecken wir hier durch auf den lieben Herrn Fanny. Da kommt aber Marcelo. So, schön gemacht von Fanny. Bringen wir die Flanke rein. Ibrahimovic steht da und Casillas. Casillas hat er übrigens drin. Habe ich mich vorhin anscheinend ein bisschen verguckt. So, Griezmann wieder mit dem Eckball. Kommt wieder ganz tutti. Mal gucken jetzt hier. Lukas, ah scheiße, und ich mache auch noch so eine behinderte Schusstäuschung. Und ja, mal gucken, ob wir uns jetzt hier wieder einen fangen. Also einen Gegenangriff, einen gefährlichen. Nee, das ist natürlich nicht gefährlich. Dani Alves, ich glaube 3 Sterne Weak Foot, dann noch Finesse, dann noch diese Distanz. Das ist nicht gefährlich. Ich habe eigentlich alles auf den Lobpass gewartet, der aber Gott sei Dank nicht kam. So, Neymar, Fanny. Also ich muss sagen, wenn Fanny so drauf geht, macht er das gut. Aber irgendwie hat er das, die eine oder andere Unsicherheit drinne. Also kommt mir jedenfalls so vor. Aber sobald er keinen Ball hat und dann sozusagen in den Zweikampf geht, macht er das eigentlich relativ solide. Und diese Bälle, die gehen als... Das ist übrigens... Dadurch habe ich mir jetzt auch die ganzen Chancen gegen mich gefangen, weil ich dem Gegner die ganze Zeit in die Füße spiele. Das war jetzt, glaube ich, schon das 4. Mal oder so. Und da bin ich natürlich dann auch selber schuld, wenn ich mir da Chancen gegen mich fange. So, Kabay, Fanny. Ah, Lukas bringt man erst nochmal hier in die Mitte. Und jetzt da vorne durch auf Lukas wieder. Und Lukas, Fackel.
Er spielt einen kurz. Wollte ich natürlich in die lange Ecke haben. So, mal gucken, ob wir den hier abfangen. Oh, Chiellini, sehr, sehr gefährlich, was er da gemacht hat. Fliegt einfach mal geradeaus durch. So, mal gucken hier. Di Maria und wir haben den Ball. Younger Mbiwa, sehr schön. So, spielen wir nochmal hier auf die Außen. Griezmann, Ibrahimovic, Pogba. Jetzt wird es hier ganz schön eng. Jetzt müssen wir nach vorne mal auf Ibra kriegen. Kriegen wir auch. Sehr schön. Jetzt auf Kabay. Payet natürlich. Und da sollte er auch hin. Nur halt direkt auf den Mann. Und nicht so halb. Hüpf. So, passt. So, komm. Lukas. Fanny. Und jetzt vorne durchgebracht auf Fanny. Der müsste eigentlich ankommen, der Ball. Kommt da auch. Kriegen wir die Flanke rein? Nein. Ramos, Team of the Year, fliegt da rein in den Ball. So, komm. Pack den Ball. Schnell. Ja, ziehen wir durch mit Lukas. Lukas bringt die Flanke, Ibra steht, aber Casillas ist auch da. So, 83. Müsste eigentlich hier klar gehen, das Spiel. So, da vorne läuft wer. Deswegen habe ich den erstmal ein bisschen zugestellt. So, Karim Benzema. Und da kommt die Flanke auf Neymar, der aber auch 20 Meter oder so vom Tor entfernt steht. Das ist halt nicht unbedingt gefährlich. So, sehr schön hier rausgespielt auf Griezmann und den werden wir jetzt in der Mitte machen, indem wir den einfach hier rüberstecken auf Ibra und der den reinmacht, ganz genau. Sehr schön, Ibrahimovic, ich glaube, ist sein Hattrick mal wieder. Ja, Ibra, du brauchst ihn halt einfach, ohne den geht gar nichts. Und dann haben wir das Ding dann doch noch relativ solide nach Hause gefahren, auch wenn wir seit der 15. in Unterzahl spielen mussten. Ich fand den Gegner wirklich nicht schlecht. Er hat ganz gut gepresst, nur er hatte ein ganz großes Manko, was natürlich mein Vorteil war. Und zwar, dass er immer sofort abgezogen hat. Meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht. Also in manchen Situationen gut, wie man zum Beispiel bei seinem Neymar-Tor gesehen hat. Aber in den meisten anderen Situationen war es halt eher mehr schlecht als recht, muss man einfach so sagen. So, Neymar kommt jetzt irgendwie hier nochmal ein bisschen lucky wieder zum Schuss und macht hier das 4:2. Aber das ist mir jetzt natürlich relativ latte, nachdem wir 4 Tore gemacht haben und es jetzt in der 90. Minute ist. So, ja, komm, Kollege. Ja, hier hat er mit Neymar einen Fallrückzieher versucht, kommt dann irgendwie nochmal lucky an den Ball und schiebt ihn dann natürlich rein. 5 Meter vom Tor. So. Fanny außen, da, ja, das Mittelfeld ist gut besetzt bei ihm. Also das Mittelfeld macht er relativ gut. Ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, Iniesta wäre so eine Schwachstelle. Aber die Zentrale war bei ihm immer dicht, obwohl er da jetzt nicht unbedingt so Panzer aufgestellt hat. Naja, das Ding haben wir nach Hause gefahren, auch natürlich dank Ibrahimovic. Ich glaube, 3 Buden hat er gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja, Ibrahimovic, 3 Dinger. Payet hat das erste wichtige Tor gemacht. Das war wirklich wichtig. Aber das hat er dann auch eiskalt verwandelt. Jetzt würde ich mir gerne nochmal das Neymar-Tor von ihm angucken, das erste. Das war wirklich, also das siehst du wirklich sehr, sehr selten, dass so ein Ding reingeht. Ja, Tore Payet 1, Ibra 3. Torvorlagen Payet, Pogba, Griezmann, Lukas. Also jeder durfte mal. So, und jetzt gucken wir uns die ganze Chose nochmal an hier bei den Spielhöhepunkten. Und das war hier das Neymar-Tor. Also hier ist vorher dieser Fail von Fanny passiert. Fanny ist, glaube ich, der mit den gelben Schuhen, der Schwarze da an der Linie. Der hat irgendwie einen ganz komischen Kopfball gemacht, so dass der Ball komplett frei hier für Neymar war. Und der zieht hier einfach direkt ab. Aus gut und gerne 30 Metern oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt von dem Winkel betrachtet bis da hinten in die Ecke. Und ja, das ist dann halt wirklich, muss man einfach so sagen, das ist pures Glück. Wenn du hier direkt abziehst, dass das Ding reingeht, so perfekt in die Ecke. Aber naja, ich meine, sehr schönes Tor auf jeden Fall. Sieht man halt auch nicht oft, weil es, wie gesagt, so gut wie nie reingeht. Payet war, genau, da haben wir uns hier draußen, da waren wir da mit Griezmann. Und da habe ich gesehen, beide sehr schön durchgestartet. Ibra war nicht im Abseits und Payet auch nicht. Und ja, dann bringt er den Ball auf Payet. Ich könnte das ja mal hier ausblenden, so. Und Payet setzt sich dann hier schön durch und macht das Ding dann eiskalt unten rechts in die Ecke. Sehr schön. Ansonsten, nächstes Tor, Ibra, war auch ein Lobpass hier von, keine Ahnung, ist ja auch Latte. Auf jeden Fall kommt er sehr gut durch. Er holt einen Torwart raus, aber Ibra macht es hier mit einem ganz leicht angetippten Lupfer. Macht dann rein, knapp über den Torwart drüber. Knapp danach kommt dann diese Aktion, wo sich Ibra gegen Ramos durchsetzt und das Ding dann reinfackelt. Und was gab es sonst noch? Noch ein Tor von Ibrahimovic. Das war dann nochmal eine Flanke und
Ja, nee, keine Flanke. Flach in Lauf hier unten gespielt und Ibra macht ihn dann rein. Und dann hatte er hier noch das Neymar-Türchen. Ja, da kam der Ball rein hier auf Di Maria, glaube ich. Den klären wir dann aber eigentlich. Dann versucht Neymar hier einen Fallrückzieher. Dann ist der Ball eigentlich geklärt, aber Neymar steht auf wie sonst was. Und ist dann natürlich frei vom Tor und macht hier das 4:2. Im Endeffekt geht es aber in Ordnung, weil wir mussten halt 80 Minuten in Unterzahl spielen. Und ich meine, das merkst du natürlich schon. Und er ist auch öfter mal durchgekommen. Und ja, man muss halt einfach sagen, er hat aus ziemlich vielen unsinnigen Lagen geschossen. Und ja, aus diesem Grund, ich weiß jetzt gar nicht, die Statistik, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass er mit dem Schüssen hier vorne war, weil er halt wirklich aus so vielen Lagen draufgefackelt hat. Ich meine, man hat beim ersten Neymar-Tor gesehen, es kann mal gut gehen, aber ich sage euch, in den meisten Situationen wird es nicht gut gehen. Und deswegen würde ich dann ab und an vielleicht mal eine ruhige Kugel schieben und den Ball erstmal runterholen und dann ganz solide abschließen und halt nicht immer direkt drauffackeln, sobald der Ball an Fuß kommt. Aber ich meine, das muss jeder selber wissen. So, ein Päckchen würde ich jetzt gerne nochmal ziehen, aber anscheinend muss ich wieder hier über diesen anderen Umweg gehen, aber der geht auch nicht. Okay. Ja, ich darf keine FIFA-Points kaufen. Okay, aber jetzt vielleicht Gold-Sets nochmal. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, ich muss dann anscheinend immer mal so ein bisschen auf allem rumklimpern. So, 7,5er jetzt nochmal und diesmal mit, ich würde schätzen, mit Neymar. Ja, Neymar wird drinnen sein. Komm. Fukushima oder Yokoshima oder Yokohama, keine Ahnung wie er heißt. Es ist der Matuidi, Blaise Matuidi, José Enrique und Kruse. Joa, ist jetzt nicht so interessant, sind auch alles Abstoßspieler, deswegen werde ich sie auch abstoßen. Also Matuidi wird auch nichts mehr bringen. Nee, Matuidi könnte nur vielleicht sein, dass er einen abbekommt. Das könnte gut sein. Ah, er ist ein 81er, Könnte natürlich sein, dass er ein Upgrade bekommt, weil er hat ja auch schon zwei Informs. Naja, aber ist ja auch egal. Die Goldkarte steigt dadurch ja nicht. Deswegen kann ich noch abstoßen. So, ich würde mal sagen, wir sind hier durch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. lpmassive.de. Macht's gut. Ciao.